Liebe Freunde, hier ist euer Fadi. Willkommen zurück zu RimWorld. Willkommen zurück zu unserem vorerst zum Ende kommenden Quartierausbau, weil dann haben wir für alle schon mal Quartiere hier aus diesem kleinen Gebiet ausgelagert, sodass hier der Thronsaal stehen kann. Und dann halt auch die Quartiere für Abanero und Bokroy, die ja unser Adel hier repräsentieren. Ich habe das mal jetzt so gemacht, weil unser Heu hier in so ein bisschen vergammelt, habe ich gesagt, dass die Weidetiere hier mal naschen können. Anscheinend war das ja jetzt echt kein Thema mit der Nahrung für unsere Tiere. Und ich werde mal aber hier die Tür priorisieren, weil ich habe Angst, dass sie sich hier zubauen. Dann lassen wir mal ein bisschen schneller laufen. Ja, wir müssen weiter Nahrung produzieren. Wir haben ja Gott sei Dank so Muffalos in der Nähe. Jagen wir mal zwei. Und ja, das läuft. Kolonist fehlt eine Seitenwaffe bei Anfisa. Sollten wir dem mal so ein... Guck mal, was der Anfisa sonst so macht. Tierpflege, Transport und Reinigen. Wir nehmen mal irgendwas und gucken mal, ob die Meldung weggeht. Über dem Maximalgewicht Nahkampf. Okay. Dann produzieren wir mal einen Gladius. Und gucken mal, wie es damit wird. Wir können hier ja auch mal so ein bisschen Metallschrott einschmelzen. Mache ich mal so 8 Stück. Und dann lassen wir das mal weiterlaufen. So. Betten müssten verknüpft werden. Das ist auch ganz wichtig. Bett ist schon mal da. Wir lassen gerade echt schnell laufen. Odoago macht hier schon mal so ein bisschen Metallschrott weg. Der ist eigentlich unser Schmied. Abanero. Also wenn nicht mehr gebaut wird, schmiedet der. Da macht er jetzt. Ja, super. Quartier ist auch fast fertig für Menino. Und ja. Oh, das mit Doago nervt echt, ne? Das nervt richtig. Wie lange hat sie denn jetzt noch schlechte Laune wegen ihrer Schwester? 3,4 Tage. Ja, wir lassen sie mal. Was macht sie jetzt gerade? Sie fällt Holz. Echt nervig. Wir lassen sie mal... Pause machen. Spannend. Entspann mal bitte. So, eigentlich kann hier schon auch gepennt werden. Menino ran hier. Wähle Besitzer Menino. Bett verknüpfen. Das kann hier dann abgerissen werden.
So, dann montieren wir hier das mal so ein bisschen anders. Boden entfernen. Weil hier kommt dann die neue Mauer hin. Boden entfernen, abreißen. Das kann alles abgerissen werden. Forschung, Juwelen abgeschlossen. Dann machen wir mal Soybean Fermentation. Das kann abgerissen werden. Die brauchen wir nicht. 3 Fackeln. Eine reicht. Toilettentür kann abgerissen werden. Die Tür setzen wir mal. Hier. Und weiter geht's. Wieder nachts. Menu ist schon in seinem Quartier. Wir haben dann halt auch keine Schlafsäcke mehr. Nur noch hier im Gefängnis eins. Ist schon mal ein Fortschritt, muss man sagen. Wir werden dann hier auch schon mal eine Badewanne einsetzen, damit die warm duschen können. Oder warm baden können, sagen wir mal so. So. Gereinigt wird auch. Super. Wir sagen mal bei Abenero, dass er erstmal nicht baut, sondern dass er mal schmieden soll. Ich will mal diese Meldung hier irgendwie wegkriegen. So, Gladius hergestellt. So, Anfisa. Rüste Pickaxe aus Uran als Seitenwaffe. Hier. Warum kann er das Schwert nicht nehmen? So, Anfisa. Als Seitenwaffe. Er hat doch eine Seitenwaffe. Warum, kann Anfisa noch eine Seitenwaffe nehmen? Moment. Was hat er denn jetzt als Seitenwaffe? Pickaxe hat er auch. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht, Leute. Eine oder mehrere Aufgaben. Ich check das echt nicht bei Anfisa. Der hat jetzt 2 Sachen. Inventar. Echt komisch. Kriegen wir aber irgendwie nicht weg. Also ich krieg's zumindest nicht weg. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber da müssen wir halt mit leben. So, Badewanne und Dings nochmal. Werbt werden und dann machen wir das hier auch mal. Abreißen. Dann soll Abeneo ja hier jetzt wieder mitmachen.
Okay, Amabel hat hier mal wieder gejagt. So, dann so, neu montieren. Neu montieren. Neu montieren. Neu montieren. So, verlegen wir hier mal eine schöne Mauer. Die Tür kann mal hier hin. Das kann dann noch mal hierhin verlegt werden. Weiter geht's. So, dann kann der mal hierhin. Die Tür kommt dahin. Die kann abgerissen werden. So. Unser Raubtier soll mal woanders pennen, nicht mehr da. Der kommt erstmal hier hin. Ja, ziehen, weg da. Boden entfernen. Kann der weg? Beleuchtung ist gut. Olesya Skreen. Eine Piratengruppe der Fraktion Olesya Skreen ist in der Nähe via Transportkapseln eingetroffen. Sie werden sich vor dem Angriff noch vorbereiten. Bereite die Verteidigung vor oder attackiere sie mit einem Präventivschlag. Gucken uns die mal an. Alter, das sind viele Leute. Aber scheint machbar zu sein. Das heißt, für unsere Tiere ab ins Gebiet 1. Ab ins Gebiet 1 auf jeden Fall. Und unsere Leute verlassen mal das Heimatgebiet nicht. Wo waren die nochmal? Die waren hier oben, ne? Genau. So, Fehler. Ah, da wurde der Boden schon entfernt, ne? Ja, dann kann dieses Mauerstück mal hier hin. Und wir montieren mal diese Fackel hier. Wir legen mal ein bisschen Boden. Hier auch. Und da auch. So. So ein bisschen dunkel. Rein runter. So, so, wenn der hier wäre, 1, 2, 3, 4, 5. Setzen wir mal den einen hier hin. Oder zumindest. Ja, wir testen das mal.
Wir könnten auch die Feuerschalen versetzen. Jeweils so hier an die Säulen. Und so, sie starten den Angriff. So, ihr Lieben, an Fisa, die wir haben ja alle Fernkampfwaffen. Und dann gehen wir mal hier alle nach oben, bitte. Teil von denen greift ja hier an. Ab hierhin, ab dahin, ab dahin. Ab dahin. Dieses Pferd, ist das nicht so eingestellt? Der soll nicht folgen. Dahin, dahin. So. Alle da? Und Menino ist echt, ne? Halt alt, ne? So ein Mistkerl! Indika ist tot. Mann! Ärgerlich, echt ärgerlich. Oh Mann, ist das ärgerlich. Die fliehen. Wicker, Lo. Die müssen dafür bezahlen. Die lassen mir nicht einfach fliehen. Die Arme. Ja, Leute, so ist das, ne? Ein Schuss und Sinica hat's echt getroffen. Oh Mann, ey. Das war, die war doch mit Enbrin zusammen, ne? Ja. Oh, echt. Echt ein Schlag. Echt ein Schlag, muss ich echt sagen. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Ja, die haben hier. Embrin ist schwer verletzt an Fisa. Abenero. Embrin, Schussmusket, linke, rechte Lunge zerstört. Oh, 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 oh. Ich muss mir das echt mal vielleicht angewöhnen. Halt nur diese Psy-Kräfte mal zu benutzen. Die sind mir halt noch momentan fremd, ne?
Ringen tragen. Waffen alle rein. Was sind denn das hier? Energy Drinks? Ambrosia. Ambrosia, lass ihn mal. Das ist, glaube ich, so eine Droge. Ja, Sinica wird mal hier mal erstmal in dieser Gruft begraben. Das wird unser Gebiet für unsere Kolonisten. Echt krass. Ich bin ein bisschen mitgenommen gerade. Anfisa wird Bokroy. Wird mal von Abenero behandelt. Sonst. Sind alle auch außer Bokroy. Sinica ist tot. Diverses war das. Ab. Sinica kommt erstmal hier hin. Erst wird Sinica begraben. Ohne Klamotten natürlich. Ich darf mal wieder hier frei machen, unbegrenzt. Und dann bei den Tieren unbegrenzt, unbegrenzt. Raffi, Otto, Zengst, Polen, ziehen es unbegrenzt. Rest sind auch Weidetiere. Ja. Echt schade. Echt schade. Krass, einfach ein Kopfschuss war das. Wer ist unser Bauer eigentlich? Ja, wer kocht jetzt, ne? Das wird Abenero machen müssen. Also erst Tierfliege, falls geschmiedet werden muss, schmieden. Dann kochen. Dann bauen. Dann reinigen und dann erst Transport. So, Sinicas Part ist dann übernommen worden. Und dann wird ja jetzt... Bokroy das mal machen. Und Bokroy wird sie dann halt auch ausziehen. Ziehe sie aus. Ja. Die Leichen müssen weg. Und dann kommen halt unsere Feinde jetzt hier hin. Wie viele sind das überhaupt? Das sind ja jetzt 6 Menschen. Und dann machen wir das hier mal. 1, 2, 3, 4, 6.
Und dann sollen die hier mal beerdigt werden. Ja, so schnell kann's gehen, ne? Wir bauen hier auch mal eine Fackel hin. Als Andenken. Von Sinica. Vorratskapsel. Glas-Aquariumswand. Verrotten die? Ja, nehmen wir mal mit. Die nehmen wir auch mal mit. Leute, sorry. Jo, das war für mich gerade so ein... bin ein bisschen ruhiger geworden, weil ich das mit der Sinica echt traurig fand. Und Doago hat natürlich eine Fressattacke. Aber darum kümmern wir uns in der nächsten Folge. Jo, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Buddy.